dass wir in 5 Leben im feinen Teamwork machen, dass wir direkt Void Blast machen. Ich wollte mal gucken, wie das, was passiert, wenn ich den 6. noch dazu nehme. Das kommt hier. Oh, es hat... Wie viel kriegt... Ja, okay. Wie viel kostet der mich jetzt? Power. Warte, kann ich auch? Ja, das geht auch. Jetzt müssen wir die nächste Folge aber richtig gut machen. Wie sieht's aus? Was kann man mal noch verbessern? Und vor allem, genau, Skills. Was geht hier alles? Provozieren. Ne, das hier finde ich eigentlich ziemlich gut. Das hier ist... Fanclub ist passiv. Das hier wird es eigentlich eher tun, glaube ich. Weil ich glaube, wir kriegen so schon genug Zuschauer. Was ist das hier? Ja, das Igel Lasso ist eigentlich okay. Teleport. Ah, plus 8% Damage für jeden das Feld, das zwischen mir und dem Ziel liegt. Und das ist Teleport. Oh ja, bitte. Du kriegst, was hast du? Squarehouse Kick. Ja, Squarehouse Kick ist eigentlich ziemlich OP. Doch, Double Audience with Damage. Waffenmeister, oder? Der kriegt für jedes Feld, dass er sich bewegt. Das ist 20 Dodge. Das. Moment, wie sieht's bei. War das die nicht mit. Die so extrem viel Dodge hatte? Die hatte so extrem viel Count. Ja, okay. Das hier. Power Dagger. Ich glaube, das hier ist besser. Ah, okay, jetzt verstehe ich, wie es mit dem Cooldown funktioniert. Okay. Das können wir dann mal upgraden noch. Ich glaube, wir haben langsam alles, ne? Crafting. Ich wollte aber eigentlich gucken. Die Waffen sind nämlich nicht so. Aber doch, der Bogen ist eigentlich cool. Das hier wäre mir ehrlich gesagt lieber, wenn der noch was Heftigeres hätte. Neue Waffe für mein Lead wäre gut. Ich habe dem aber jetzt was gemacht von wegen Speere, ne? Genau, das heißt, wir bräuchten am besten auch wieder einen Speer. Haben wir aber nicht. Plus 12 Critical. Plus 5 Mecha-Hit-Chance. Das wäre eigentlich auch ziemlich nice. 34 Weapon-Damage.
Na, es ist schwächer eigentlich. Sechzehn Counter, 65 Damage. Das macht aber dafür weniger Gesundheit, ne? Ach, hier haben wir ja schon einen Vergleich. Gesundheit geht ein bisschen runter. Dodge geht runter, aber Schaden geht hoch. Alle Helden müssen stehen bleiben, vier Feinde derselben. Eine Antenne zerstören und. Oh, mit Gaststar und ein Mecha-Fight. Besiegen Bossmonster mit einem Finishing-Move, trifft den Monster nieder in der Runde. Ein Kampf in einem Fahrstuhl. Auch eine Möglichkeit. Dass das Team ein bisschen zusammenkommt. Teamarbeit und rüber hier. Ich glaube, das hier können wir sogar ohne die Warframes machen. Aber vier Feinde in der gleichen Runde schaffen wir nicht mehr, oder? Nee. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Gibt es vielleicht einen Bonus, wenn wir das ohne die Warframes schaffen? So, ich glaube, das schaffst du alleine. Na, wenigstens eine haben wir geschafft. Das war's. Das war ein kurzer Abschnitt.
müssen den Boss in jeder Runde betreffen. Kriegen wir hin. Ich glaube, das schaffst du. Wow. Pass auf, das kannst du hier machen, ne? 5 Gegner auf einmal. Oh, ist auch noch eine Free Action hier. Finish it. Ah, das kann ich dieses Mal nicht mehr. Jetzt erstellen wir lieber mal noch ein paar Minions. Ran. Ach, jetzt ist der gestunt. Das kriegen wir hin. Finish it. Also, Folge ist kürzer, als ich dachte. Das war meine Schulter. What? Was?
Okay. Also mit perfekt ist das ja schon richtig viel. Ich habe den Mecha, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt. Der heilt sich einfach. Ernsthaft? Es muss treffen. Nein! Ich glaube, das schaffe ich nicht. Nee. What? Hat das dann irgendwelche Konsequenzen, wenn das passiert? Ja. Wäre ein bisschen blöd gewesen, wenn der Kampf so leicht verloren gewesen wäre. Ah, der hat sich lieber selber geheilt. Ah, das könnte schwierig werden. Mann, du kannst nicht ständig verfehlen. Ne.